Was geht ab, meine Seefighter, Oser hier und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 46. Wir bewegen uns langsam auf die 50 zu, Freunde. Richtig insane auf jeden Fall an der Stelle. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los an der Stelle. Das erste Team ist hier von unserem Boy Spurim. Lieben Dank fürs Einsenden und zwar, oh la, schreibt er uns folgendes. Boom. Hashtag Team Oser, du BD. Jetzt. Hashtag Team Oser, das ist mein Movieboss-Team. Kann man etwas ändern oder passt das so? Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Alright, Movieboss-Team. Schauen wir uns das Ganze mal an. Movieboss, den Leader kennen wir ja. Jeder kennt den Leader. Oser hat ihn nicht. Unser Thales. Wir haben den Movieboss Leader Thales. In seinem Team sind alle Charaktere, die zu seinem Leader-Skill gehören. Ja, das tun sie ja an der Stelle. Also gibt es hier schon mal 6 von 10 Punkte. Alle sind zwar Max-Level für den Status, in dem sie sind. 7 von 10 Punkte, aber nicht Max-Awake. Also bleibt es vorerst von den 7 von 10 Punkten. Und was wir hier schon sehen, ist eigentlich eine nette Rotation mit den zwei Bojack, ja, der Bojack und Full Power Bojack in einem Router, das kann man auf jeden Fall lassen. Dein Bojack ist zwar noch nicht auf dem LR-Status, aber wenn er auf dem LR-Status ist, dann heißt der Bojack und seine galaktischen Krieger oder whatever, hat jedenfalls einen anderen Namen als der Full Power Bojack heißt, du kannst beide mit ihm, also beide in einer Rotation halten. Gucken wir uns das Ganze mal an mit der Charakterliste. Einen Charakter sehe ich auf jeden Fall, den ich auf jeden Fall drin haben möchte, und zwar Int Metal Cool als Supporter. Der ist auf jeden Fall sehr solide. Und dann, genau, sieht das Ganze folgendermaßen aus, was ich mir überlegt habe. Natürlich in Anbetracht dessen, dass die Charaktere awaked sind. Wir haben ganz klar die Rotation, wie gesagt, 5 Linkskills mit LR Bojack und dem Full Power Bojack. Pack's eine in die Rotation rein. Sie teilen sich gute Linkskills, mit denen sie durchkommen. Sie geben sich auch gute, spezifische Linkskills. Ich glaube, es ist der Hera-Clan, das es gibt, glaube ich, Key. Oder Galactic Warriors sind 20% auf den Angriff und so sofort, Perks for Kongs etc. Die sind da echt gut gedeckt mit dem Full Power Bojack. Awake ist auch nicht schlecht, um ehrlich zu sein. Also hältst du die beiden in eine Rotation. Die andere Rotation haben wir jetzt, kannst du lassen auf jeden Fall deinen Thales mit Cooler, mit deinem physisch Cooler. Teilen sich 3 Links, sind auf jeden Fall auch gut gedeckt an der Stelle. Thales hat Key Support, Attack Support, wissen wir auf jeden Fall. Sie teilen sich an der Stelle 3 Links, sie haben mit Thirst for Conquest, Fierce Bad und Big Bad Bosses. Ich sag keine Key dabei, aber Thales gibt ja durch die Pass Key plus 3 nicht dran zu mit. Das kann man auf jeden Fall so lassen. Als Rotationscharakter haben wir dann Janemba. Ich komme gleich auf den Great Ape Thales zu. Wir hatten dann Janemba hier, den kannst du rein und raus rotieren auf jeden Fall. Der linkt sich mit Cooler auch gut mit 4 Linkskills. Kannst du auch zum Beispiel Cooler und Janemba in eine Rotation lassen und Thales, solange es Support ist, sage ich mal, immer rein und raus rotieren. Aber auch Thales in der Rotation mit Cooler würde funktionieren oder mit Janemba ebenso. Andere Sache ist dann, haben wir jedoch den Support in Mel Cooler, den lässt du auf jeden Fall immer rein und raus rotieren. Das ist wirklich sehr gut als Supporter, Key Support, Angriff Support für die ganzen Jungs hier. Und ja, dann habe ich hier, also das Team könnt ihr so empfehlen, ja, in Mel Cooler rein und statt Golden Freezer, ja. Krassen Tank brauchst du nicht, sag ich mal. Aber warum habe ich jetzt Great Ape Thales als einfach Honorable Mention? Ja, das ist auf jeden Fall ein Nennenswert vielleicht. Hat ihn der ein oder andere, kann ihn eventuell spielen. Denn wie kann man ihn denn spielen? Mit dem Thales in eine Rotation, Freunde. Geben sie sich durch die ganzen Linkskills auf den Angriff 80% und Key plus 2. 80% und Key plus 2. Also kann man auf jeden Fall, wenn man eine Rotation fehlt. Diesen Great Ape Thales mit Thales in einer Rotation spielen. So ist es nicht. Das kann man auf jeden Fall machen. Ich wollte ihn einfach mal dahin klatschen. Wie gesagt, ist auf jeden Fall nennenswert. Vielleicht, ja, hatten der eine oder andere und braucht ihn, wie gesagt, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall spielen. Das Team, wie ich das gesagt habe, also Metal Cooler würde ich auf jeden Fall reintun. Dann würde das Team passen. Aber das mit Thales wollte ich auf jeden Fall nennen. Ja, whatever. Und genau, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Alright. Also kannst du ihn auch auf jeden Fall reintun, wenn du magst. So ist es nicht. Okay. Und dann gehen wir weiter zu unserem nächsten Boy, und zwar haben wir hier an der Stelle Jay Smurf. Vielen Dank fürs Einsenden, und zwar boom, sind wir hier an der Stelle. Bin ein wenig überfordert, was Link-Partner für GF angeht. Dann gibt es noch 2 Stück pro Runde wegen dem Friend, und ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Off-Rotation halten sollte. Aushilfe wäre echt hilfreich, kann sowieso erst am Wochenende awaken. Alles klar, dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Und zwar Cashback Team Oser hatte ich auch an der Stelle, genau, richtig. Und dann gucken wir mal rüber. Wir haben hier einen Representative of Universe 7 Team. Alle Charaktere gehören zum Leader Skill. Vegito bekommt den Tech Leader Skill. Sind wir bei 6 von 10 Punkten. Alle sind zwar Max Level für ihr Status, 7 von 10 Punkten, aber nicht Max Awake. Bleibt so in den 7 von 10 Punkten. Ja, ich guck mal ganz kurz in der Charakterliste rein, was wir vielleicht ändern könnten, weil ich habe mir schon 2 Grafen ausgesucht für dich. Eben auch wegen der Frage, ob wir 2 LRGF spielen sollten oder nicht und wegen den Link Support etc. Ja, aber ja, wir haben auch noch jetzt C18. Die C18 will ich auf jeden Fall an der Stelle nutzen. So, erste, sag ich mal, das erste, was ich dir zeigen möchte, ist, wenn du nur ein LRGF in einer Rotation hältst, kannst du ihn auf jeden Fall halten mit Uigoku. Sie geben Tournament of Power, Over the Flash, Fierce Battle, sind Key plus 6.
Auf seiner Ultra Super Attack sollte er kommen. Durch die Rotation selbst wird er dann quasi nicht auf den letzten Teil seiner Passive kommen, nämlich wenn der Angriff gesenkt ist des Gegners. Aber ist nicht schlimm. Auch so funktioniert das Ganze auf jeden Fall. Dann kannst du Evolution Vegeta mit Kaioken Blue in einer Rotation halten. Sich teilen sich vier Links sind Super Saiyan, Warrior Gods, Fierce Battle und Prepare for Battle kommen auf jeden Fall gut zurecht. Rotationscharakter hätten wir Godku, der gibt dann auch noch oben eine Flash-Würze für LRGF hier an der Stelle als Rotationscharakter. Oder dann eben statt Vegito C18, sie gehört zum Katrida-Skill, bekommt einen besseren Boost, aber sie ist auch eine Orb-Changerin, sie sorgt für Tech-Orbs für LRGF. Könnte ich auf jeden Fall so empfehlen. Falls du dann jedoch aber zwei LRGF spielen willst, könnte das dann folgendermaßen sein, wie gesagt, mit dem Friend, wie du es gesagt hast, und zwar könnte das folgendermaßen aussehen. Lass mich das Ganze erklären. Ein LRGF halten wir trotzdem mit Uigoku, mit deinem Uigoku, das kannst du auf jeden Fall so machen. Die geben es, wie gesagt, 6 Linkskills an. Nicht 6 Linkskills, sondern durch die Linkskills 6 Key und 4 Battle. Das kannst du auf jeden Fall so halten. Dann hätten wir aber, dann bräuchte aber einen anderen Partner für den LRGF, sei es deine oder ein Friend. C18 könntest du auf jeden Fall mit ihm spielen. C18 ist eben eine Orb-Changerin. Sie sorgt für Tech-Ops für ihn. Sie selbst ist auch gar nicht mal so schlecht. Hat noch Turn of Power für ihn. Und das war's aber eigentlich auch schon. Heißt, da fehlen schon so Links wie Fierce Battle etc. Ja, Fierce Battle zum Beispiel. Und Fierce Battle würde dann sorgen als Rotationscharakter Godku und Evo Vegeta zum Beispiel, ja. Oder dann auch für Uigoku Godly Power etc. Also die zwei wären mal Rotationscharaktere. Dann hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, du könntest auch einen mitnehmen. Ich hätte noch einen weiteren Rotationscharakter, den ich dir empfehlen könnte. Wäre zum Beispiel dieser Krillin hier. Er ist ein Supporter nur für Tech-Charaktere, aber dann bekommt eben dein LRGF in jeder Rotation, sei es mit Uigoku oder mit C18, den nötigen Boost, den er braucht. Er hat auch Rival Duo für LRGF, wenn du ihn in die Mitte stellst etc. Angriff, Verteidigungsboost. Also den kann man auf jeden Fall mitnehmen als Supporter. Also hätten wir drei Rotationscharaktere. Den Friend mit C18 zum Beispiel, dein eigenen mit Uigoku. So könntest du das machen, wenn du zum Beispiel zwei LRGF in einem Team spielen willst. Warum habe ich hier noch Tapion geklatscht? Tapion habe ich auch versucht, damals als C17 noch nicht gab, MVP C17 mit LRGF zu spielen. Hat ganz solide funktioniert, so ist es nicht, aber er sorgt ja nur für Rainbow Orbs. Aber er kann auch dafür sorgen, dass jede Passive sich von LRGF triggert, weil er auch den Angriff des Gegners senkt. Könnte man auch machen, könntest du vielleicht auch Tapion versuchen, statt C18 in einer Rotation mit LRGF, aber da würdest du wahrscheinlich mehr Key-Probleme in der Hinsicht bekommen, dass Tapion nicht immer auf seine Ulti kommen könnte, weil er sorgt ja für Rainbow Orbs, C18 für Tech Orbs, sie teilen sich keinen Key, Tapion und LRGF, würde aber funktionieren, wie gesagt, müsst ihr vielleicht mal ausprobieren, das ist dann auch hier an der Stelle mal Honorable Mention einfach mal, kann man vielleicht mitnehmen an der Stelle. Genau, und ja Freunde, viele von euch haben mir auch mal gesagt, wegen LRGF, dass PyCon sehr gut ist, Key-Buddy oder ja, Linking-Partner für LRGF ist. Das stimmt, das stimmt. Er hat auch Attack Down etc. Er teilt sich viel Links, glaube ich, mit LRGF. Ein Links mehr mit Tapion und dieser ist dann, glaube ich, Shocking Speed für Key. Aber die Sache ist, dieser Tech Tapion, der ist eine Katastrophe, Freunde. Der ist überhaupt nicht gut, um ehrlich zu sein. Aber gut. Kommen wir mal weiter zum nächsten Mizuru. Hashtag Team Mizuru, das ist mein Potara-Team, wäre nice, wenn du das Team bewerten könntest, dann schauen wir doch mal da auf jeden Fall sofort rein. Und so haben wir hier an der Stelle ein Potara-Team. LR Vegito ist der Leader, genau, alle Charaktere gehören zum Leader-Skill, yep, 6 von 10 Punkten schon mal an der Stelle. Also Max Level, Max Awaked, ja, 8 von 10 Punkte, okay. Schauen wir uns die Charakterliste mal an, würde ich sagen, und zwar sehen wir hier auf jeden Fall direkt Tech Vegito Blue. Dein physisch Vegito Blue hat nur einen Dupe, also nur einen Dupe. Du kannst auch physisch Vegito Blue auf jeden Fall spielen, du hast da nichts falsch gemacht. Aber Tech Vegito Blue auch ohne Dupe sollte irgendwann in der Lage sein, ihn out zu damagen, besser als er zu werden, sage ich mal. Denn er hat doch Level 5 Crit Chance hier an der Stelle. Würde ich auf jeden Fall empfehlen, Tech Vegito Blue mit reinzunehmen. Also, was heißt auf jeden Fall empfehlen? Physisch Vegito Blue funktioniert auch. Je nachdem, wenn du einen Charakter brauchst, der ein bisschen tanky ist, der Konter drauf hat etc. Physisch Vegito Blue macht seinen Job auf jeden Fall gut. Aber Tech Vegito Blue ist dann so ein reines Powerhouse in Sachen Angriff, sage ich mal. Ne? Also könntest du ihn mitnehmen. Okay, das sind In-Charaktere. Ja, die kann man so lassen auf jeden Fall. Und zwar, wie gesagt, habe ich den Grafen hier erstellt an der Stelle. Die Grafen erstelle ich auf Dokkan Battle Bilder, Freunde. Der Link ist in der Beschreibung, könnt ihr euch gerne abchecken. Und zwar haben wir hier LR Vegito Blue als Leader. In einer Rotation halten wir Super Vegito AGL mit Tech Vegito Blue. Teilen sich vier Links, Fuse Fight etc. Die kommen gut zurecht. Und in der anderen natürlich Rosé mit LR Goku Black. Heißt Kefla und Vegito würden rein und rauskommen. Kannst du auf jeden Fall so machen. Falls du Bock auf Kefla hast, kannst du auch auf jeden Fall lassen mit Tech Vegito Blue. Aber Super Vegito so als Counterbomb mit den Crit. Hat er bei dir? Ne, der hat keine Dupes bei dir. Egal. Dann, kannst du ihn trotzdem leiten als Konter und der eine ist tanky, sag ich mal, Vegito Blue sorgt für Angriff, wird auch nach gewisser Zeit tanky. Aber ja, wie gesagt, kannst du auf jeden Fall so lassen, die Rotation Vegito Blue mit Super Vegito AGL.
Und dann Rosé mit Ella Goku Black, Kefler rein und raus rotieren. Ella Vegito auch rein und raus rotieren. Das Problem ist nämlich, der hat keinen Fuse Fighter, solange er nicht transformiert ist. Und er linkt sich dann mit Tech Vegito nicht so solide, sag ich mal. Und die haben da ein bisschen Key-Probleme. Okay, so viel dazu. Dann kommen wir auch zum letzten Team für heute, meine lieben Damen und Herren. Und zwar haben wir hier an der Stelle. Habe ich das vergessen, dass sein Profil auszuschneiden? Sorry dafür. Aber es ist unser Boy. Ich habe ihn hier aufgeschrieben. SLAZ91. Das steht, glaube ich, auch so auf seinen Namen. Richtig. Schauen wir mal. Also, es war auf seinem Dokken-Account. Richtig, hier, unser Boy. Danke fürs Einsenden. Und zwar Hashtag Team Osu. Hi Osu, ich schicke dir mal mein Android-Team. Ey, okay. Hast du Verbesserungsvorschläge, PS? Du bist der Beste, mach weiter, so vielen Dank. Und holst du auch Dragon Ball Heroes für die Switch, wenn es nach Global kommt? Ja, habe ich auf jeden Fall vor. Okay, wir haben hier ein Android-Team. Wir haben C17 als Leader, als Android-Kategorie-Leader. Gibt aber auch super physische Charaktere einen Boost. Alle Charaktere gehören dem Leader-Skill an. Yeah, das tun sie. 6 von 10 Punkten. Also Max Awake. Ja, 8 von 10 Punkten schon mal an der Stelle. Und das Ganze sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber, wir uns mal die Charaktere an. Wow, dein Super 17 ist auf 93%. Sehr schön. Wir hätten noch zwei Perfect Cell. Ich sag mal so, der Tech Cell, solange er sein Easy A nicht hat, muss man ihn nicht unbedingt spielen. Danach kann man ihn auf jeden Fall spielen. Strength Perfect Cell wäre eigentlich auch eine Option, aber ich lasse ihn hier mal raus, weil da hast du vielleicht ein, zwei bessere Optionen, wie C16 zum Beispiel oder Hellfighter 17. Im Endeffekt, was war ich damit? Gucken wir uns mal am besten den Graphen an. Das sind die super physischen Charaktere. Und zwar ist das vielleicht ein bisschen verwirrend jetzt. Aber lass mich das Ganze erklären. Und zwar, in dem Android-Team kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, auch den Friend in eine Rotation zu halten. Deswegen haben wir hier diesen C17 unten, weil wir wissen ja, zweimal dasselbe Artwork kann ich nicht nutzen in dem Graphen. Okay, heißt dein C17 hältst oder kannst zum Beispiel in einer Rotation lassen mit C21. Sind zwar nur zwei Linkskins, aber wir wissen, C17 gibt durch die Passive Key plus 3, die kommt auf jeden Fall gut zurecht. Selbes gilt für den Friend mit Super 17 in einer Rotation. Das kannst du machen. Als Rotationscharakter hättest du dann C21, ist ein sehr guter Support, da wissen wir. Hältst C16 würde ich dir empfehlen mitzunehmen, das heißt drei Linkskins mit C17 ist ein Tank, also den kannst du immer ohne Bedenken rein und raus rotieren, der ist auch solide echt als Unit. Den kann ich dir empfehlen reinzutun. Und dann, als letzten Rotationscharakter quasi in deinem eigenen Team, könntest du C18 reintun. Die sorgt für Tech-Orbs, aber auch sie selbst ist nicht schlecht. Da kann sie die Orbs selber verwerten. Sie macht wirklich guten Schaden. Ist auch tanky, so ist nicht. Wenn du nicht so Lust auf sie hast, kannst du alle Androids reintun. Also die beiden würden mehr oder weniger denselben Job machen. Ja, die Rotation mit Linkskins versorgen, sage ich mal, individuell ein bisschen gut auf jeden Fall unterwegs sein, solide sein. Und da kannst du einen von beiden raussuchen. Natürlich hast du noch einen Perfect Cell, wenn du Lust auf den Strength Perfect Cell hast, kannst du ihn auch mit reinnehmen, so als entweder Option für C18 oder LR Androids, aber wie gesagt, die beiden würden auf jeden Fall ihren Job auch machen. Oder hier noch eine Honorable Mention, ich glaube, ich habe es heute mit dem Honorable Mentions. Falls du keine Lust hast, zwei C17 in einer Rotation zu halten, kannst du Hellfighter 17 reintun, zum Beispiel für C16 oder für einen der beiden. Und dann kannst du ihn in einer Rotation halten mit Super 17. Teilen sich 6 Linkskills, kommen auf jeden Fall sehr gut zurecht. Und wie gesagt, ist es eine Honorable Mention hier an der Stelle, falls du da keine Lust hast auf die 2 C17 in einer Rotation jeweils. So viel wär's vom heutigen Team Rating Video. War ein bisschen angenehmer, ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Ich hoffe, das Ganze hat euch dennoch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.